7.000 Euro hat dieses Berliner Paar in seine Traumküche investiert. Doch hier wurde dreist gepfuscht. Unmöglich. Das geht gar nicht. Der Kunde wird eigentlich vollkommen verarscht. Bedeutet teuer gleich gut oder kann auch eine billige Küche hohen Ansprüchen gerecht werden? Die Bewertungen bei der Discounterküche sind zwar durchweg positiv, ich bin aber noch ein bisschen skeptisch, ob das dann wirklich auch tatsächlich so ist, wie es beschrieben wird. Wo kann man beim Küchenkauf sparen und wo sollte man lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen? Seit dem Lockdown boomt das Geschäft mit Küchen. Im Jahr 2020 verbuchen Küchenhändler ein Umsatzwachstum von satten 10%. Auch Fabrizio möchte eine neue Küche kaufen. Viel investieren möchte er in seine Mietwohnung aber nicht. 2000 Euro hat er sich als Obergrenze gesetzt. Jetzt habe ich eine passende Küche gefunden, die sieht auch echt schön aus. Also eine Landhausoptik mit allem drum und dran, also alles, was ich auch haben will. Und das Beste, die ist auch noch echt relativ günstig mit 1500 Euro. Eine vergleichbare Küche kostet in einem Möbelhaus oder im Baumarkt zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das ist also gut das Doppelte. Auch mit einer Lieferzeit von nur 4 Wochen ist das Discounter-Angebot klar im Vorteil. Beim Möbelhaus muss man in der Regel mit 12 Wochen Wartezeit rechnen. Doch kann das Sparmodell wirklich mit den Qualitätsprodukten mithalten? 13 Pakete werden pünktlich und fristgerecht 4 Wochen nach der Bestellung geliefert, allerdings nur bis zur Bordsteinkante. Jetzt muss die Küche in den dritten Stock gehievt werden, für einen allein nicht ganz so leicht. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Fabrizio hat sich aus dem Netz Handwerker organisiert, die auf den Einbau von Küchen spezialisiert sind. Aber kommen Theo und Sohn Dominik auch mit einer Billigküche vom Discounter klar? Wir müssen uns ja auch jetzt überraschen lassen, weil ich diese Discounter-Küche noch nie gebaut habe. Also das wird jetzt spannend. Kaum sind die ersten Pakete geöffnet, kommen auch schon die ersten Fragezeichen. Der Aufbauplan lässt die beiden Profis rätseln. Übersichtlich geht anders. Hier sind auch die beiden Handwerker erst einmal ratlos. Ich habe jetzt das dritte Backerl aufgemacht. Es ist kein Montagematerial und kein Plan dabei. Also in 3 Paketen jetzt schon mal nicht. Jetzt mache ich die nächsten auf und hoffe, dass da noch was drin ist. Ja? Weil ich habe jetzt zwar einen Haufen Bretter, aber keine Verbindungsteile, keine Holzdübel, keine Schrauben, bis jetzt ist noch gar nichts dabei. Ohne Plan kein Aufbau. So füllt sich Fabrizios Wohnzimmer erstmal immer mehr mit Brettern und Verpackungen. Dann kommt es, wie es kommen muss. Erst im letzten Paket findet sich ein kleines Hinweisschild. Und schon kommen Plan und die fehlenden Verbindungsstücke doch noch zum Vorschein. Also für mich sind das einfach nur Hieroglyphen. Gut, dass die Profis da sind. Es wird gebaut, was der Schrauber hält. Während die ersten Schränke langsam Form annehmen, muss Fabrizio sich noch um fehlende Teile kümmern, die der Hersteller nicht mitgeliefert hat. All-inclusive gibt es bei der Discounter-Küche eben nicht. Ein Herdanschlusskabel, Abwasserrohre, einen Wasserhahn und eine Rückwand muss der 36-Jährige sich aus dem Baumarkt organisieren. Zusatzkosten 200 Euro und eine Menge Extraaufwand. Und die nächste Hürde beim Projekt Discounter-Küche ist auch nicht so leicht zu überspringen. Der Hersteller hat auf Stellfüße unter den Küchenschränken verzichtet. So können Unebenheiten im Boden nicht ausgeglichen werden und die Schränke stoßen an der Bodenleiste an. Dadurch entsteht ein unschöner Spalt zwischen Schrank und Wand. Das ist halt einfach einer der Faktoren, warum die Küche wahrscheinlich so billig ist. Da wird halt bei solchen Sachen gespart. Hier müssen die Handwerker zur Stichsäge greifen. Für einen Laien wäre spätestens hier Schluss. Dank der Profis nimmt die Küche langsam Form an. Doch mit den Arbeitsplatten tun sich Lücken auf, die Handwerker Theo schon hat kommen sehen. Das Holz reicht nämlich nur bis zum Ende der Schränke. So lassen die Platten zu viel Freiraum am Rand offen. Also nochmal investieren oder bleiben lassen? Also ich persönlich wollte jetzt von dir wissen, würdest du das so haben wollen? Weil ich würde dir empfehlen, die Platten zu verlängern. Wenn das dann abschließt bzw. bündig ist mit der Wand und es kann nichts runterfallen, dann kann ich da zur Not theoretisch auch noch was hinstellen. Kannst du eine Espressomaschine hinstellen oder sowas, verstehst du? Es saut nicht runter. Genau, also das wäre einfach praktikabler. Ich finde es auch optisch schöner, als wie jetzt das einen abgeschnittenen Klotz. Ja. Also wenn wir das so machen wollten, dann müssten wir die 2 Plattenteile hier nochmal besorgen. Mhm. Circa 200 Euro oder sowas. Das müsstest du dir halt überlegen, ob du das machen willst. Und dann würden wir die Platten eben einbauen. Und
Also ich kann es dir nur empfehlen. Und schon wieder 200 Euro mehr auf dem Konto der Discounterküche. Aber schließlich soll alles später schön aussehen. Und im Vergleich zum teuren Markenprodukt liegt der Discounter preislich immer noch weit vorn. 3,5 mal so viel, also 7.000 Euro, haben nämlich Solveig und Marco aus Berlin vor einem Jahr in ihre Küche investiert. Qualität sollte es sein, Pfusch ist daraus geworden. Unmöglich. Das geht gar nicht. Also ich koche für mein Leben gern, aber mit der Küche ist mir die Lust am Kochen echt vergangen. So sollte sie aussehen, die neue Traumküche für 7.000 Euro. Und das ist daraus geworden. Ja, das geht jetzt fast ein Jahr, dieser Mist hier. Wir sehen ja alles, was man vielleicht ein bisschen weit nach hinten schiebt, fällt hier runter, weil hinten ja ca. 20 cm klaffen. Das sollte eine provisorische Lösung sein. Das ist jetzt fast ein Jahr und es passiert einfach nichts. Hier, die Ratter, die hat keine Wirkung, weil wenn man hier jetzt einen Topf draufstellt, dann geht es nach oben und nicht nach da. Höhe ist falsch montiert. Wasserhahn war auch ein Spaß, der war hier. Das heißt, wenn sie Wasser angemacht haben, lief das hier runter, weil das Becken ist zu weit vor. So, falscher Geschirrspüler, wie gesagt, der Herd lässt sich nicht bedienen. Da können sie gerne hier machen, was sie wollen, da passiert nichts, weil Feld passt nicht zum Backofen. Und das Schlimmste ist einfach, dass die Firma überhaupt nicht reagiert. Der Geschirrspüler, eine billige Fehllieferung. Statt 5 Spülprogramme nur 3. Die Pfuschküche eines namhaften Herstellers bringt ihn zum Kochen. Eine Bilanz des Scheiterns. Dieser Schrank, der sollte ursprünglich ein Besenschrank sein für den Staubsauger. Das haben sie geliefert, Geschirrschrank. Hier ist jetzt also so ein schönes Zwischenstück drin. Kann man auch nicht rausnehmen, weil dann fällt der Schrank zusammen. Und der Einbaumonteur hat also echt gesagt, wir sollen uns da ein Loch reinmachen und den Sauger von oben dann reinnehmen. Ich sage, kann doch nicht ernst sein. Ich möchte bitte einen neuen Schrank, ja? Ja, war richtig bestellt, ist falsch geliefert worden. Wir bitten den unabhängigen Küchenbauer Klaus Patzig zum Ortstermin. Sein Resümee nach einer Viertelstunde: Kopfschütteln. Es ist absolut unüblich. Wie gesagt, das ist dann eine Kettenreaktion, wenn beim Küchenhersteller die Möbel so bestellt werden, wie sie auf der Zeichnung sind und das nicht beachtet wurde, passieren halt solche Sachen. Und die Monteure haben dann wahrscheinlich erstmal, damit man die Küche nutzen kann, das eingebaut. Jetzt muss es natürlich dann vom Verkäufer eine Lösung geben, wie wir das Problem anders lösen, dass der Kunde unterm Strich zufrieden ist. Fazit: Die Küche funktioniert nicht. Besitzerin Solveig weiß, dass sie abgekocht wurde. Wir haben über einen Anwalt Schadensersatz bekommen, weil wir eine ganze Zeit lang gar nicht kochen konnten und immer auswärts essen mussten. Dafür haben wir Schadensersatz bekommen, die Mehrkosten, die dabei entstanden sind. Aber für die Küche selbst haben wir noch nichts zurückbekommen. Der Kunde wird eigentlich vollkommen verarscht. Den Lösungsvorschlag der Küchenfirma empfinden die Barbecks als Witz. Der Lösungsansatz ist der, dass die Küche so stehen bleibt und einfach nur eine neue Platte oben drauf kommt, die dann bis hinten hingeht. Ist eine schöne große Arbeitsfläche, ja, aber platzmäßig in der Küche mit dem Tisch geht das gar nicht. Ich kann im Sitzen kann ich hier kochen. Es ist kein Platz, und wenn ich den Tisch wirklich mal mit vielen Gästen habe und ich möchte, brauche den Platz in der Küche. Die Küchenfirma erklärt auf Nachfrage dazu: Gerne versichern wir Ihnen, dass die weiteren Reklamationen ordnungsgemäß erfasst wurden und sich in Bearbeitung befinden. Selbstverständlich sind wir an einer gütlichen und lösungsorientierten Fertigstellung interessiert. Doch wie können Kunden sich gegen solchen Pfusch wehren? Wir fragen bei der Verbraucherzentrale in Berlin nach. Zum einen nichts unterschreiben und zu keinen Unterschriften drängen lassen. Wenn man etwas unterschreibt, dann sollte man das durchlesen und die Einwände notieren. Zum anderen sollte man unbedingt den Verkäufer kontaktieren und ihn zur Beseitigung der Menge auffordern, unbedingt eine Frist setzen oder zur Nennung des Termins auffordern. Zum anderen, wenn das alles nicht klappen sollte, da auch nach mehrmaligen Auffordern mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten und sonst da auch tatsächlich hartnäckig bleiben und hinterher sein und seine Rechte tatsächlich wahrnehmen. Die Barbecks aber haben ihre Küche finanzieren lassen. Das Geld ist weg. Ein Druckmittel haben sie nicht mehr. Jetzt wollen sie nur noch, dass die Küche komplett abmontiert und der Deal rückgängig gemacht wird. Darum soll sich jetzt ihr Anwalt kümmern.
Zurück in München bei Fabrizio und der Discounterküche. 1.500 Euro hat er investiert. Dazu kommen noch die Kosten für die Handwerker, plus 200 Euro für fehlende Teile und nochmal 200 Euro für die passenden Arbeitsplatten. Die sollen jetzt eingebaut werden. Handwerker Theo muss mit der Kreissäge ran, denn die neuen Platten müssen erst passend gemacht werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Also die Arbeitsplatten gefallen mir super. Es hat sich definitiv gelohnt, dass wir die ausgetauscht haben. Weiter geht's mit den Elektrogeräten und dem Wasseranschluss. Wer seine Küche selbst aufbauen möchte, sollte spätestens hier auf die Hilfe eines Profis setzen. Auch wenn es sich beim Herdanschluss nicht um gefährlichen Starkstrom handelt, muss man vorsichtig sein. Außerdem kann ein Do-it-yourself schnell teuer werden, weil Versicherungen bei Schäden nach Amateurarbeiten nicht unbedingt zahlen müssen. Es wird weiter geschraubt, gesägt und gebohrt. Mittlerweile läuft alles glatt und auch Fabrizio kann inzwischen mithelfen. Nach 1,5 harten Arbeitstagen, viel Schweiß und Sägespänen, kann Fabrizio nun endlich seine neue Küche einweihen. So, Fabrizio, das Endergebnis. Oh, wow. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Optisch schön und auch noch schön billig. Nach Discounterküche sieht das hier auf jeden Fall nicht aus. Da bin ich schwer begeistert, muss ich sagen. Das sieht richtig, richtig schön aus. Die Handwerker haben gute Arbeit geleistet. Doch die Küche hat selbst ihnen einiges an Können und Zeit abverlangt. Kann Theo den Kauf der Küche empfehlen? Für jemanden mit schmalem Geldbeutel und handwerklichem Geschick und der nicht viel Wert drauf legt, dass er hochwertige Qualität hat, muss ich sagen, mach es. Aber unterschätze es nicht, wenn du es selber baust. Wer einen guten Handwerker hat, und das hatte ich zum Glück, dem kann ich es nur empfehlen, weil der kann aus einer Discounterküche auch definitiv noch einiges rausholen. Und das Ergebnis sieht man hinter mir, das ist richtig schön geworden. Und das sogar innerhalb des Budgets. Für das Sparmodell vom Discounter hat Fabrizio insgesamt 1.900 Euro bezahlt. Die Handwerker kosten ihn zusätzlich noch einmal 1.500 Euro. Eine Markenküche hätte Fabrizio trotzdem fast das Doppelte gekostet. So viel, nämlich 7.000 Euro, haben Solveig und Marco Barbeck aus Berlin ausgegeben. Mit dem Ergebnis, dass sie ihre Küche bis heute nicht richtig nutzen können. Fabrizio und die Discounterküche sind daher klare Gewinner.